Servus, liebe Freunde der gepflegten Wassernunterhaltung. Ich bin Raibun. Ja, schon wieder heute. Da denkt man sich, oh Gott, ein Video reicht doch. Jetzt kommt der schon wieder. Ja, heute ausnahmsweise mal Double Upload, weil ich euch heute den Sturmtiger zeigen möchte. Jawohl, übers War Thunder Wiki kann man sich den Sturmtiger schon angucken, der ja in einem der nächsten Geburtstagsevents oder in dem nächsten Geburtstagsevent, man weiß es noch nicht genau, ins Spiel reinkommen wird. Ich habe euch den Devblock dazu schon gezeigt und jetzt kann man sich das Ding schon mal in-game angucken. So, es waren ja schon einige unter meinem Devblock-Video dabei, die sagten, oh mein Gott, das BR, was wird der für ein BR haben? Und da habe ich schon gesagt, Leute, ihr könnt euch das BR eigentlich schon selber denken, denn es war ja Rang 4 schon im Devblock angesagt. Und Rang 4 bedeutet bei den Deutschen alles zwischen BR 5-7 und 7-0. Ja, wir haben da unter anderem Panther auf 5-7 oder auch den Waffenträger auf 5-7 und auf 7-0 ist der einzige 7-0er Panzer auf Rang 4, den Ru 251. Sturmtiger, jetzt also Rang 4, Battle Rating 6.3. Ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht, ehrlicherweise. Er hat halt die Tiger 1 Wanne, ist aber tatsächlich hier vorne relativ gut gepanzert mit 150 mm. Ihr seht das hier schon am Turm. Die Wanne ist nicht gut gepanzert, die hat hier unten nur 100 mm. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Ihr seht das hier schon, das ist ein richtig dicker Flatscher, der da vorne dran hängt. Wir haben also hier effektiv 200 mm so im Schnitt, so in der Mitte sind es 200 mm. Tatsächlich hätte ich jetzt eigentlich eher so gedacht, und das muss man nochmal schauen hier, weil wenn man sich das hier mal anguckt, wenn wir da mal ein bisschen näher rangehen, kann man hier durch dieses Loch in den Kampfraum reingucken. Seht ihr das? Man kann durch dieses Loch hier vorne in den Kampfraum reingucken. Dieses Loch wird aber in der Schutzanalyse, genauso wie hier die Optiken, nicht separat angezeigt. Das heißt, das müsste man tatsächlich mal testen, sobald man mit dem Ding halt eben aufs Schlachtfeld gehen kann, ob man hier durch dieses Loch durchschießen kann, weil das wäre natürlich in der Front der absolute Weak Spot. Der absolute Weak Spot. Ja, wir können mal gucken hier, Schutzanalyse, komm mal her. Nee, Moment. Ach nee, das ist der Ostwind, das wollen wir nicht. Wir brauchen irgendwas. Ich gehe mal hier bei den Briten, machen wir mal 7-3. Ja, hier Centurion Action 10. Nehmen wir da mal. Dann hauen wir mal hier die. Ich brauche die APDS. 500 Meter. So, das geht natürlich hier. Das geht hier natürlich locker durch. Jetzt müsste man halt aber nur mal eben schauen. Ah, nee, das wird tatsächlich als Panzerung angezeigt. Das wird tatsächlich als Panzerung angezeigt. Also hier hinter muss noch irgendwie anscheinend was sein. Also das Ding scheint hier irgendwie nicht offen zu sein. Ja, aber ihr seht das hier schon, ne? Load hier APDS und alles Mögliche. Also da geht natürlich alles durch. Brauchen wir natürlich nicht drüber zu reden. Genauso auch hier. Ihr könnt die Granate im Turm halt eben zerstören, beziehungsweise im Rohr, da sieht man schon, es ist ja eigentlich keine Granate, es ist ja eine Rakete, sozusagen. Also, da ist tatsächlich dem nichts gewappnet, wenn ihr halt eben auf 7.3 unterwegs seid. Also alles, was halt eben 200 mm Durchschlag aufwärts hat, durchschlägt euch. Hier unten ist es sogar noch ein bisschen weniger. Ja, also hier unten in dem Bereich, gerade hier, je nachdem wie ihr halt vor dem Ding steht, könnten euch sogar unter 200 mm halt eben reichen, aber im Schnitt ja, sind so 200 mm aufwärts. Ihr habt hier natürlich noch das MG-Look, das ist der auch vorne der absoluter Weak Spot mit nur knapp etwas über 100 mm. Aber wer es halt eben richtig dreckig haben will, der schießt halt eben mal direkt hier auf die Rakete im Rohr. Deswegen meine Empfehlung an euch, wenn ihr nicht schießt, nehmt das Rohr nach oben und fahrt damit nie geradeaus, weil sonst ballert euch da jeder rein. So, was haben wir noch? Turmdrehgeschwindigkeit 5,9 Grad. Denkt dran, wir sind im Stock-Modus. Und im Stock-Modus bedeutet,
dass das natürlich gar nichts ist. Und Stock-Modus haben wir hier auch Nachladezeit 52 Sekunden. 52 Sekunden, das ist natürlich hart. Das ist der längste Reload, den wir im Spiel haben. Und ich glaube, wir waren mit der Ace Crew bei 40 Sekunden Reload. Deswegen, 52 Sekunden ist schon wirklich echt bitter an der Stelle. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf dem Testgelände an. Erstens mal, wie der Sound ist und zweitens mal, wie sich das Ding so fährt. Ist ja eine Tiger 1 Wanne und gucken mal, was er so kann. So, wir haben hier die Rakete, 83 mm Durchschlag, 135 Kilogramm TNT. Die Rakete fliegt auch nicht wirklich schnell, 250 Meter die Sekunde. Aber schauen wir mal rein. So. Schauen wir mal, was hier so geht. Okay, er ist ziemlich mobil. Ja. Er ist ziemlich mobil. Oha. Das nenne ich Oha. Also da müsst ihr definitiv mit der Entfernungsmessung arbeiten. Wie viel sind das? 100 Meter. So, hier sind wir bei 200. Hier wären jetzt ungefähr bei 100, schätze ich. Okay, nicht ganz. Okay, spannend. Was ich jetzt natürlich ein bisschen schade finde, ist, dass die Granate tatsächlich, oder die Rakete, besser gesagt, das Raketengeschoss, die Raketengranate, nennen sie wie ihr wollt, tatsächlich hier dauerhaft modelliert ist, obwohl wir sie verschossen haben. Schauen wir mal. So, jetzt gucken wir mal, mal hier irgendwie, das muss ja irgendwie hier zu machen sein. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, gleich 52 Sekunden gewartet. Ihr seht auch hier, der Richtbereich nach links und rechts ist halt ein Witz. Danke. Oh, da bleibt von dem Panzer nicht viel übrig. Aber er ist tatsächlich echt mobil. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay, schaut euch diesen Krater hier an. Wow. Okay, wir versuchen das da hinten nochmal bei einem... Ich fahre mal zu dem T10 da hinten. Und dann probieren wir es da nochmal. Mal gucken, da können wir in der Zwischenzeit aber, glaube ich, auch nochmal den T44 da vorne wegpusten. Wichtig ist auch, ihr habt keinerlei Gun Depression nach unten. Also ihr könnt die Kanone nicht nach unten richten. Wir sind tatsächlich bei 0 Grad. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir schon ein Fahrzeug haben, das 0 Grad Gun Depression hat. Ich glaube nicht. Und damit wäre der Sturmtiger der erste und der einzige. Okay, wow. Das Teil fetzt einfach nur alles weg. Gut, mit 135 Kilogramm TNT ist das auch kein Wunder. So, Kanone mal nach oben richten. Oh, das geht relativ langsam. Uiuiui. Na, wo ist es? Da. Ja, das ist natürlich, klar, Sturmmörser, ne, ist klar, Mörsergeschoss und so, da braucht man einen sehr hohen Richtbereich. Alter, guckt euch das an, wie das aussieht, auch im Fahrzeug drin, wow, auch ein einziger fahrender Munitionsbunker. Übrigens, hier, ihr seht das vielleicht, ich halte mal kurz an, das muss ich mir hier mal gerade anders machen. Also, der arme MG-Schütze hier, ne? Also, der hat irgendwie so ein bisschen ein kleines Problem, ne? Das Kanonenrohr, beziehungsweise die Abschussvorrichtung, hängt ihm direkt an der Schulter. Naja. Okay, fahren wir mal zum T10. Und
hacken dem auch nochmal eine HE an den Kopf. Da kommt hier halt aber auch echt gut den Hügel hoch, ne? Also, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass der so mobil ist. So, mal gucken, was der T10 sagt zu den 135 Kilogramm TNT. Ah ja, das war mein Fehler. Da ist die Rakete leider vor ihm eingeschlagen. Hm. Gut gemacht, Raboon. Gut gemacht, Raboon. So, und hier, da, seht ihr, da habt ihr schon, jetzt reicht die Gun Depression gerade mal so. Da habt ihr schon das Problem mit der Gun Depression, dass ihr relativ nah an die Gegner halt dann entweder ran müsst, beziehungsweise irgendwo unten stehen müsst. So, wenn wir ihm das an den Turm dengeln, der überlebt das 100 pro nicht. Hört ihr mal. Schaut euch bitte mal den Einschlag am Turm an. Okay, wow. Also, ich sag mal so, Sturmtiger muss man sich, glaube ich, sehr, 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 sehr dran gewöhnen. Aber an sich eigentlich, glaube ich, ein ganz lustiges Fahrzeug. Ich bin mal gespannt. Das wird eine absolute Meme-Machine. Ich habe es im Video zum Devblog schon gesagt. Ich bin sehr gespannt, was wir dafür machen müssen im Event. Wie gesagt, wir CCs wissen auch noch gar nichts, was das Event dahingehend angeht. Aber ich glaube, alleine nur schon, um das Ding in der Garage stehen zu haben als Sammler, lohnt sich das Teil irgendwie zu holen. So, das war jetzt schon mal das kurze Showcase zum Sturmtiger. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Haut's mal gerne unten in die Kommentare. Und ja, mal sehen, was in den nächsten Tagen da auch noch so alles auf uns zukommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten. Haut einen Daumen nach oben rein, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich auch nach wie vor bei jedem neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet und den Abo-Button durchdrückt. Danke euch, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raiboon.